Ja, Leute, herzlich willkommen auf Stando Gaming und heute spiele ich mal eine Runde Schwammkopf. Battle for Bikini Bottom ist irgendein Spiel, was irgendwie neu reingekommen ist und ich habe mir gedacht, komm, zock nicht das mal. Es müsste eigentlich auch auf. Willkommen in Bikini Bottom, ein normalerweise friedlicher Zufluchtsort im Meer. Heute wird er sich in ein Theater des Schreckens verwandeln, in dem unser kleiner gelber Freund die Hauptrolle spielt. Der große Tag ist gekommen! Ich habe einen genialen Plan ersonnen, um endlich das Rezept für den Krabbenburger zu entwenden. Und wenn Bikini Bottom dabei vernichtet werden sollte, was soll's? Mit meinem nagelneuen Duplikator-Tron 3000 klone ich eine Armee aus Robotern, die auf meinen Befehl hin Chaos und Verwüstung anrichten wird. Noch ein letzter Blick auf die Checkliste. Mal sehen. Punkt Nummer 1 ist Plankton ein Genie. Antwort ja. Okay, Checkliste abgehakt. Den Schalter umlegen. Willkommen. Meine absolut gehorsame Roboterarmee. Augenblick, ich mach nur schnell ein Foto für mein Album. Hey, hallo? Was glaubt ihr, was ihr da macht? Oh nein, nein, nein! Wartet, halt! Ich bin euer Meister! Ich hab euch erschaffen! Nein, nein! Das gute Geschirr! Okay. Ein wunderbarer Tag, um mit Robotern und Rennpferden zu spielen. Ja, nur schmeiß ich die Rennpferde und Roboter immer durcheinander. Wäre es nicht toll, wenn wir echte Roboter hätten, Patrick? Meine hieße Robo Junior oder Zorlon oder vielleicht auch Frankie. Ja, diese unechten Roboter sind echt langweilig. Hey, was passiert wohl, wenn wir die Roboter hier reinstecken? Damit sie es sich hier gemütlich machen. Das ist nicht irgendein Schneckenhaus. Das ist mein magisches Wunschschneckenhaus. Wow, das ist toll, Patrick. Also, wir stecken die Spielzeugroboter hier rein. Okay. Wir sagen die magischen Worte. Ach komm, wir überspringen das jetzt hier mal kurz so. Tja, Gary, sieht ganz so aus, als hätten wir ein Problem. Ich werde wohl noch viel lernen müssen, um das Chaos hier aufzuräumen. Mau. Was für eine fantastische Idee! Diese Schilder bieten mir wichtige und hilfreiche Tipps. Aber wie kann ich die Schilder lesen? Mau. Ah, okay. Drücke diese Taste, um die Schilder zu lesen. Mau. Wenn ich also nochmal mit dir reden möchte, muss ich lediglich zu dir hingehen und diese Taste drücken. Ja, komm, wir schaffen das schon. Okay. Okay, wir sollen jetzt hier, glaube ich, die Dinger hier fangen. Wie hoch kann ich denn springen? Also dieses Spiel ist eigentlich schon recht geil. Übrigens, ich wollte ja irgendwann mal Asphalt Legends spielen. Es geht allerdings nicht mehr. Also Asphalt Legends ist irgendwie nicht zum Spielen. Also man kann es einfach nicht mehr spielen. Das geht irgendwie nicht. Ich glaube, da ist irgendwas mit dem Server oder sowas. So, wir brauchen hier 10 Dinge. Rein hier. Was soll ich damit machen? Schwammkopf kann springen und wenn du A drückst, drückst du A, während Schwammkopf gerade in der Luft ist. Okay. Ah, dann springt er noch höher. So.
Okay, jetzt müssen wir hier, glaube ich, rein, oder? Ja. Mal hier rein. So. Ah. Ich frage mich gerade, ob das wirklich die Original... Also, es sind die Originalstimmen, aber sind das die Stimmen, die er so... Also, der SpongeBob das wirklich extra für das Dings gemacht? Ich glaube nicht. Ah, ich kann jetzt raus. Geil, jetzt bin ich draußen. Oh, es geht doch nichts über den Klang der eigenen Nachbarschaft. Hau ab, SpongeBob. Du verschmutzt meinen Freiraum zum Nachdenken. Du willst wohl wieder das Rezept für den Krabbenburger stehlen. Was, Plankton? Tja, damit kommst du nicht durch. Es gibt größere Fische zu braten. Ich muss herausfinden, wie ich die Kontrolle über den Abfalleimer von diesen Robotern zurückhole. Wo sind die denn hergekommen? Woher? Das weiß ich nicht. Von mir jedenfalls nicht. So viel ist sicher. Sie sind plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und haben mich beleidigt und mit Sachen beworfen. Sie haben sogar alle meine Löffel verbogen. Ich habe diese Löffel geliebt, als wären sie meine Kinder. So, ich muss mal kurz was ändern. So, jetzt geht's weiter. Das ist ja schrecklich. Ach, kannst du mir nicht helfen, sie aufzuhalten, bevor sie auch noch meine Gabeln verbiegen? Oh. Nicht die Gabeln. Natürlich helfe ich dir. Aber Moment, eigentlich soll ich doch goldene Pfannenwender sammeln. Goldene Pfannenwender, wie? SpongeBob, wenn du mich in den Abfalleimer zurückbringen kannst, dann gebe ich dir einen ganzen Eimer voller goldener Pfannenwender in deinen Träumen. Abgemacht. Hm. Okay, ich muss jetzt... Wohin? Ich finde, du sollst... Ach ja, richtig. Ja, ja, mach ich schon. Öffnen ist klasse. So. Jauch! Vergiss nicht, um... Okay. Aber ich soll ja erstmal irgendwie jemanden helfen. Ah, hier ist Mr. Krabs. SpongeBob, diese ausufernde Roboterkrise sorgt dafür, dass die große Krabbe mehr Geld verliert als ein sinkendes Schiff. Und kein Geld bedeutet keine große Krabbe mehr. Und das bedeutet keine Burgerbraterei mehr für dich. Keine Burgerbraterei mehr? Aber da du so gutgläubig bist, werde ich dir helfen und einen kleinen Profit daraus schlagen. Ich habe ein paar goldene Pfannenwender, die ich dir bereitwillig gegen ein paar dieser glänzenden Objekte tauschen würde. Okay. Worauf wartest du? Hä, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Worauf wartest du noch, SpongeBob? Zeig den Robotern, wer der Boss ist, nämlich ich. Warte mal. Oha, ist das geil gemacht. Okay, also ich habe ein Brat vom Dings. Ich brauche... Bam. Ah. Oben ist so eine goldene Unterhose. Aber ich frage mich gerade, für was ich die brauche. Mami. Warte, wir reden mal kurz mit Patrick. Hey, Patrick. Schick. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Ach, die.
Die hab ich verloren. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Die hab ich noch doller verloren. Ein Rudel Roboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? Also gut, für jeweils 10 Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene Truthahnpipette. Du meinst einen Pfannenwender. Gesundheit. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Ja, ach, hier ist ein Taxi. Ah, den kann ich nehmen. Hier ist einer gewesen, okay. Die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben. Und manchmal auch ein paar Stiche. Okay. Thaddäus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sportenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Ich glaube nicht. Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze. Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischerfeldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Tja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Oh, ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das! Ja, okay, wir machen das. So. Was? Okay. So. Nimm das! Okay, da ist eine Socke. Heute können wir keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ah, ins Wasser können wir nicht, okay. Schenke öffnen ist klasse. Ja. Meine Weg. Ich guck mal kurz, ob ich hier rein kann. Nee, kann ich nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht verloren. Nee, ja, doch hab ich. Okay. Genau meine Größe. So, hier hoch, glaube ich, ne? Meine Nase juckt, sorry. Aber ich kann die irgendwie nicht einsammeln, warum nicht? Oder habe ich schon genug? Egal. So. Was? Ich hab
komme ich auch nicht dran. Aber hier, ne? Haben. Irgendwie kann ich die Hosen nicht einsammeln. So. Okay. Okay, was ist das hier denn? So. Zack. Warte, was kann man? Das ist eine Frittierung mit nur Patrick kann die. Ah, nur er kann die nutzen, okay. So. Okay. Aber wie soll ich jetzt da hochkommen? Außenwand, glaube ich. Boah, fast getroffen. So. Hey Gary, was geht ab? Wow, ein Bungee. Ey, wie soll ich da hochkommen? Ich check das nicht. So. Okay Leute, aber ich würde erstmal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut euch den auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sandy. Ciao, ciao.